Hallo. Schönen guten Tag zum zweiten Teil. Auf Licht brauchst du bloß hier auf das Licht zu gehen. Ja, muss ich. Den Benzinhahn aufmachen. Achso, hast du gut gemacht? Ja. Bitte? Ja, sollte reichen. Schon Platz genommen auf der Schwalbe. Oh, ist deutlich angenehmer, aber man sitzt halt auch deutlich höher. Ich muss ja, glaube ich, den Kopf einziehen hier. Schorschi Fürst. Ah, Taube. Die Taube wollte auf deinen Vogel kacken. Scrap. Achso, ich kann ja auch mit der Ferse hochschalten, ne? Naja, im Gegensatz... Ich war ein bisschen an die Bremse vorne, die ist ziemlich hässlich. Ich weiß auch noch nicht, was das geht. Im Gegensatz zum Star, weil der bremst eher so semi. Ja, na die eher auch. Das liegt aber an der Bremsanlage an und für sich. Das liegt aber daran, dass wir halt Scheibenbremsanlagen gewohnt sind. Okay. Los, Feuer. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Also ich muss, wenn ich jetzt hochschalten will, drücke ich nach unten, ja? Oh, cool. Das ist ja geil. War denn hier der Ausgang? Hallo, Ausgang. Da steht alle Richtungen. Wenn wir einmal wenden. Einen ganzen Asphalt so Schott, Alter. Die Schaltung ist auch ein bisschen hakelig. Ich glaube, dort irgendwo haben die sich gebettelt, Alter. Flieger! Schon wieder am Leerlauf. Okay, Fazit, die Schwalbe ist schneller. Uah. Alter, was ist bei Bremsen los hier? Die Bremse rattert extrem, Alter, beim Bremsen. Ja, ja. Das Geschalte. Ja, jetzt. Ach, schön. Also das Herz ist definitiv schöner als wie die Elektroschwalbe. Jetzt ist abgehoben der Flieger. Riechst du das Kerosin? Hm.
So, auf jeden Fall haben wir noch ein Fazit zu den zwei Mopeds heute. Also, der Stau fuhr sich gut, hatte noch ein bisschen Probleme mit der Gasannahme und Schalten. Und die Schwalbe fährt sich auch traumhaft. Ist ein bisschen bequemer, finde ich. Könnte vielleicht auch an der Höhe liegen. Schalten ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der Star liegt bei jedem Scheiß auf, weil das Ding so tief gelegt ist. Aber fetzt, macht übelst Laune. Leute, wenn ihr eine Kapitalanlage sucht, legt euch so ein Ding zu, macht auf jeden Fall mördermäßig Laune und die Dinger steigen immer mehr im Wert. Richtig geil. So. So. Ab zum Messegelände, oder? Oh Leute, es wird noch einen dritten Teil geben, in dem die S51 und der SR50 noch bewegt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Channel und haut auf die Glocke. Schaut auch mal bei Instagram rein. In diesem Sinne, reingehauen.